Ja, moin Freunde, wir sind wieder hier und spielen eine kleine Runde South Park The Fractured Butthole. In der letzten Folge haben wir die Katzen von Mr. Big Gay Al gesucht. Wir haben ein paar gefunden, allerdings sind da immer noch welche irgendwie auf dem Strich hier und wir wissen nicht, wo die sind. Das heißt, wir müssen uns erstmal um wichtigere Sachen kümmern. Das heißt, wir gehen in dieser Folge zum Sodosopa. Das heißt, Mitch Connor incoming. Bis gleich nach dem Intro. So, Freunde, so, jetzt wollen wir da erstmal ganz easy hingehen. Halt deinen Schnauzen, habe ich dir gesagt, das letzte Mal schon. So. Was ist hier denn los? Kaffeesatz. Okay, wir gehen, wie gesagt, zum Sodosopa, zum Mitch Connor, dem, ja, wie sollte man es anders nennen, dem Drahtzieher hinter diesen ganzen, wirren Geschäften, die hier ablaufen in dieser City. So, Losopa. Hier muss das irgendwo sein. Closed. What the fuck is this? Calm down, little warrior. You're not ready for this. I'm not ready for this? Wer sagt mir das? So, wie muss ich hier vorgehen? Okay, ich würde sagen, ich guck mal gerade auf der Karte nach. Auf der großen Karte. Kennys Haus. Bei Steed. Steed. Steed? Okay. Gehen wir einfach hier hoch. Gucken, ob uns das Ganze weiterbringt. Da ist er. Human Kite. Furzparcours auf 1, 2, 3, 4. Da oben ist Steed. Furzkur. Und go. Er ist heil von Katzenpisse. Another came to challenge me. I came out victorious, but weakened. I must ingest a potion of healing, so I can return to Nepopolis and caress my beloved. Can you alles klar. Gib Gerard das Drogenfläschchen. Of course, this will work nicely. If you ever need help, call me and I shall fight by your side. Drogenfläschchen, Verbrauchsgegenstand. Oh, krass! Gerard auf Drogen. Da muss ich erstmal ein Selfie machen. Das ist krass, Mann. Superpower Geralt. Katzenheil. Ich will hier hinunter. Yep, that's my dad. Ja, alles. Alles klar. Hä, jetzt sind wir wieder hier, oder was? Wie finde ich den Weg dorthin? Wie finde ich den... Ah! Vielleicht einfach mal gucken. Okay. Okay. Das heißt also eigentlich... Ah ja. Lol. Manchmal ist es so einfach. Looking for answers? Ja. Mr. Connor sends his regards. He wanted to come himself, but he's a very busy man. Alles you mentioned klar. Some horrible tragedy happened to your mother. Funny how nein. A few moments in our lives can completely change who we are, huh? Mm-hmm. And now you're gonna be taken out by assassins known as the City Ninja Service. Oh, krass. You know what to do with them when you're done. Hey, wait, you forgot to pay me. Aha, es ist der Shitty Walk Typ. No, you hire services of a shitty ninja service, you pay in advance. That's on the website. You don't sound Japanese. Are you sure you're really ninjas? Yeah, I'm ninja. Look at my fucking eyes. Come on, give me a check made out to a shitty ninja service. Just get it over with. Okay, we're from Shitty Ninja. I'm afraid we got paid to assassinate you today, so we have to do that, of course, on Russ.
You want to pass not to? $5,000. $5,000? Willst du mich verarschen? Okay, if you don't want to pay bribe, we're gonna have to murder you. Ha! Prepare for a shitty combat! Okay, Ninja, you watching? This very special technique here. 나는 기다린다. Lol. Counting on you, partner. Okay. Erstmal haben wir Captain Diabetes am Start. My goddamn shitty ninjas to defend me. Ja, wie ich alles klar. Das heißt, let's greif Sam an. Geht nicht. Scheiße. Wollen wir mal direkt? You kids want to learn authentic ninja moves after I defeat you? Very regional prize. Komm, wir holen mal direkt den Kollegen hier raus, Alter. Wir haben ja 6 Stück davon. Alter! Lol! Was geht denn hier ab, Mann? Für Valhalla. Okay. Okay. Das ist echt übel, Mann. Das, ich weiß nicht warum, aber es ist echt übel. Es ist echt übel. Okay, wir nehmen erstmal den Mr. Shitty Bock. Hier raus. You kids have no goddamn honor. Nein, haben wir nicht. So, das ist schon mal blockiert. Das heißt, ich würde sagen, wir gönnen uns erstmal einen kleinen Schuss. Peng. 159. So, und jetzt ist... Nein. So nicht. Ninja-Star. Okay, er wirft einen Ninja-Stern. Come on, you throw like little girl. Ninja Instinct so wicked. Er kann nichts machen. Okay. Wir greifen ihn wieder an. Vielleicht ist... Oh, guck mal, da hinten. Remember Berries. Boah, krass. Boom. Und er ist down. Okay. Die anderen haben also nichts damit zu tun. Hat der gerade nach mir getreten, der olle Sack? Und zack. Curse is upon me. Okay, sie blutet. Okay. Dann nehmen wir ihn mal raus, oder? So. Ninja Action Junbi. Wörter in Koreanisch. I bring death. Heißt das nicht Wörter auf Koreanisch? Tobias, was hat er gesagt? The predator finds its prey. Okay. Show them what you mean, that butthole. Alles klar. Ich kann gerade keinen von den Dudes angreifen. Okay. Dann beende ich meinen Zug. So, und jetzt kommt Captain Diabetes an Start. Aber er blutet auch. Aber er ist geschützt. Ultimativkraft ist auch bereit. Das heißt, nehmen wir sie mit Callgirl raus? Nee, oder? Den nehmen wir erstmal so raus. Und der andere, mal gucken, wie wir das vielleicht machen. Eigentlich habe ich Captain Diabetes lange nicht. Aha! Gut, dass ich gewartet habe. So, das heißt, wir werden ihn jetzt erstmal rausnehmen. Wie nehmen wir ihn raus? Er heilt ihn, nicht wahr? Schütze einen Teamkollegen. Okay, das ist dann auch im Weg. Ja, dann werden wir wohl den da oben direkt angreifen müssen, weil uns nichts anderes übrig bleibt. Oh, 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 oh. Shinden-chigi. Shinden-chigi. Super Ninja, Kumpop Junbi. Boah. Alter, okay, der war krass. So, jetzt müssten wir eigentlich kommen.
Ich würde eigentlich ganz gerne mehrere angreifen, Mann. Aber ich glaube, ich nehme den hier gerade mal komplett raus. Mit meiner Superkanone, Kraftpower, Laser, gesteuertes Bluetooth-Kampfgerät. I am like mountain. Beware the tiger in the... Nee. Jetzt will er mich auch noch angreifen. Also das geht ja mal gerade gar nicht. So, und du bist dann auch mal des Todes. Zack, boom. Mit Rückstoß. Damit habe ich nicht gerechnet. Okay, das Ding blockiert. Das heißt, ich gehe trotzdem mal hier hin und werde... Nein, das wollte ich nicht. Nein. Okay. Das ist natürlich krass. Aber sie ist geschützt. Haha. Ja. Dann werde ich mal versuchen, den hier kalt zu machen. Leider nicht geschafft. Das heißt, er blutet und kriegt gleich wahrscheinlich nochmal einen auf den Sack von dem Typen. Warum ist sein Ding lila? Das ist krass. Okay, er ist down. Alter, was machen die? Warum immer mehr? Ja, den müssen wir erstmal definitiv rausnehmen. Der da oben macht soweit erstmal keinen Schaden. Wenn ich den da oben getötet habe, muss ich definitiv... Oh Mann, er ist voll am Arsch, Alter. Ja, das heißt, ich muss definitiv einen echt miesen Heiltrank raushasseln, ey. 200. Aber wenn die beiden den treffen nacheinander, dann ist er sowieso down. Wie sieht's denn aus mit... Belebt ein totes Teammitglied. Ich kann ihn hier immer noch nicht Team wiederbeleben, oder was? Ach, Chiruhe. Vielleicht wenn ich... Ah, nee, ich muss schon dahin. Scheiße. Ja, komm, weißt du, was ich mache? Die beiden oder die beiden? Ich glaube, die beiden sind heftiger. Es kommt direkt auf uns zu. Mann, was für ein crazy Kampf hier. Gut, dass ich das in der letzten Folge nicht mehr gemacht habe. So. Batz. Die liegen erstmal. Aber sie stehen gleich wieder auf, ich weiß. Jetzt müsste eigentlich Callgirl dran sein. Nee, die Ninjas müssten dran. Nee, Callgirl. Alles klar. Gut, dann gehe ich erstmal aus dem Wege. Eigentlich müsste ich mal gerade den hier. Ja, muss ich auch. Und danach mit unserem Kollegen den Human Kite irgendwie retten. Er geht nach hinten, er geht auch nach hinten. Oh, shit. Aber er lebt noch. Ninja Salami hat er gerade gesagt. Ah, jetzt mach er ihn. Shit. Ja, das heißt so. Und, muss ich echt... Okay. Gehen wir halt hier hinter. Das kann ich. Das heißt, ich kann ihn von hier aus wiederbeleben und bin in der nächsten Runde ein bisschen geschützt. Eventuell sollte ich gleich nochmal Moses raushauen. Wer ist jetzt dran? Kite ist dran. Mal gucken, ob ich. Ja. So, und jetzt müsste ich nochmal einen Moses raushauen. Das wäre nice. Hoffentlich funktioniert es. Wer ist dran? Ja, Mann, er ist dran. Das heißt, give me that Moses. Das ist eigentlich echt geil. Oh. Let all debts be forgiven and all slaves freed. Ja, Mann. Wow. Los. Energie. Ionisierungsstrahl technisch. Boah, er hat immer noch keine volle Energie. Callgirl is making a house call. Okay. Okay. Das heißt, ich mache wieder diese Attacke hier und versuche die beiden hinteren Leute zu attackieren, damit die keine neuen Ninjas rufen oder so. Ninja Paul, komm zu Sopta. Jawohl, Alter. Nee.
Ja, doch, eigentlich egal. I think they knocked your spars out of alignment, human cat. Unsere Superpower. Alter, der ruft noch einen, oder was? Ey, übelst. Der andere wird jetzt auch noch einen rufen. Hey, ich muss gleich unbedingt mit Callgirl diese Superpower-Fähigkeit an den Start bringen. Damit alle direkt attackiert werden. Ich weiß natürlich nicht, wie viel Energie die alle so am Start haben. Fuck em up. Okay. Laser-Attacke erstmal to the rescue hier. Der hintere ist fast tot. Callgirl ist dran. Nee. Nochmal Laser, aber hat auch gar keinen Rückstoß. Egal, muss ich machen. Ist auch fast down. Strength. So, er ist auf jeden Fall schon mal down, Alter. Nice. Aua. So. Und Kolge. Ja, der hintere ist auf jeden Fall auch gut. Das heißt, wir müssen nur noch die Ninjas kaputt machen, die jetzt gerufen wurden. Sehr gut, sehr gut. Und dann können wir doch eventuell auch schon erfolgreich aus diesem Kampf hinaustreten, hervorgehen, wie auch immer man das sagen möchte. So, das lässt er erstmal sein hier. So, er kann... Oh, nee, Humankind. Dann jetzt ist er dran und er attackiert sie, okay. Vier Leute sind das noch, oder was? Hier attackiere ich nur einen, hier attackiere ich auch nur einen. Meh. Ja gut, dann machen wir es halt so. Das zieht ihm definitiv am meisten Energie ab. 160 und schmeißt ihn etwas zurück. Das heißt, Captain Diabetes wird ihn angreifen. To the rescue. Ja komm, machen wir so. Dann ist er halt schon down. Greift Kite ihn einfach an. Und Diabetes Captain wird jetzt die beiden hier vorne angreifen. 189 auch noch, Alter. Ich weiß nicht, ob ich ihn schon runtergekriegt habe. Drei Energiepunkte. Und 204, Alter. Ist er down? Nee, aber einer steht noch. Okay, lassen wir das einfach mal so im Raum. Ja, so. Explodierende Basketbälle to the rescue. Und peng. Lol, Mann. Was ein Kampf. Was ein Kampf. Heftige Nummer. Schriftrolle der 1000 Winde. Hört sich krass an. Oh, das gab viel. Besiege 15 Ninja. Drei Stück noch. Krass. Das war's? Das war's, jetzt ehrlich? Lol, erstmal die Remember Berries hier einsammeln. Das Dagobah-System. Sonst gibt's hier nichts, oder was? Doch, ich gehe nochmal hoch. Was ist das? Nein, ich will das nicht. Aua. Oh, wirklich? Och, Mann. Scheiße. Ninja. Nein, das machst du nicht. Wer ruft jetzt hier nicht nochmal einen neuen? Och Mann, kann ich nicht irgendwie flüchten? Scheiße. Noch so ein heftiger Kampf gegen die Ninjas, Mann. Alter! Enjoy Ninja Ska. You got this. The fuck is this? Boah, voll hart. My body is strong. Why you do this? Why you do this? Okay. Ninja Speed fails me. Ich muss definitiv die beiden Weißen hier down kriegen. Wie wir wissen. Aber vielleicht lasse ich mich auch lieber. Vielleicht sterbe ich auch lieber diese Runde. Ich glaube, das würde definitiv schneller gehen, Mann. Okay, Kassel ist auch am Start. Ich cover ihn so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob das irgendwas bringt. Jetzt kommt er wieder. Ja, klar. Natürlich. Das ist übel, Mann. Das ist übel. Und er holt natürlich auch noch einen.
Ey, die Ninjas sind hart, Mann. Die Ninjas sind hart. Ich habe eigentlich keinen Bock, die ganze Folge jetzt hier Ninjas zu bekämpfen. Ne, guck mal hier. So, wir mit zu Ultimate Ninja Power. Okay. Der letzte Angriff mit ihm. Was hat er gesagt? Dennis Socken? I got 5 bars and a full battery. Let's dance. Yeah. Perfect. Don't move. What the fuck? Feel the wrath of human height. Ich kämpfe jetzt hier einfach mal, sage ich mal, ohne drauf zu achten, ob ich lebe oder nicht. Er ist auch down. 2 sind noch übrig. Alter. Okay. Meine Power ist ready. Mal sehen, wie wir damit umgehen. Sie blutet auch. Er kann eigentlich quasi gar nichts machen, glaube ich. Und er? Er kann mich auch noch. Alter, Bill. Victory to the Swift. Übel stark. So, wollen wir mal gucken, wie viel wir davon jetzt umbringen. Vielleicht haben wir Glück und hauen noch 3 irgendwie um, sodass wir die. Na gut, es war ja keine Mission, aber dass wir irgendwie dieses Ziel eventuell abschließen können. Eine bestimmte Anzahl an Ninjas zu töten. Ja, wir sind aber auch gleich down, Mann. Ohne Scheiß. Er kann nichts machen, er ist so weit hinten. Der Weiße mit der weißen Maske wird jetzt wahrscheinlich auch klar. Haut nochmal einen raus, ne? Ja, Butters ist down. Ach, Butters. Ich sag immer Butters, Mann, wegen der Farbe seines Anzuges. Keil. Ja, und er haut mir jetzt auch noch mal einen auf die Rübe und zack, bin ich down. Ja, alles klar. Nice! Hätten wir das also auch geregelt. Immerhin hätten wir... haben wir noch einen... So, warte mal gerade. Alter Vater. So, die Berries? Ach ne, die habe ich schon an Start gekriegt. Ich kann hier gar nichts machen. Oh shit, lauf, lauf, lauf. Das war knapp. Nee, 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 nee. Alles klar. Und tschüss. Geh mal weg. Alter Vater. Ninjas. Junge, Junge, Junge. Okay. Das war krass. Das war krass. Okay, ich grüße den, der als Wunderarsch bekannt ist. Einmal hattest du Glück, aber City Ninjas lauern im Schatten und wir haben Ninja-Sterne, also stirbst du. Sind Ninjas hinter dir, die was echt was Übles gemacht haben, ja. Ich muss den Ninjas den Arsch aufgerissen haben. Drogenfläschchen, jawohl, nice. Das eine, was wir eben verbraucht haben, können wir also somit wieder direkt, ja, gut schreiben. So, da wollen wir mal gucken. Theoretisch müssten wir noch eine Katze finden. Da uns das aber nicht gelingen wird, nicht so bald zumindest, würde ich sagen, konzentrieren wir uns erstmal auf was anderes. Wir haben ja jetzt erstmal übelst viel gekämpft. Oh, kann ich dahinter gehen? Nee. Gekämpft, diese Folge. Das heißt... Oh Gott, jetzt schon wieder ein Ninja. Geh weg, ich will dich nicht. Alter Schwede. Oh, warte mal. Tote Ratte, lol. Ja, was soll ich sagen? Ja, irgendwas anderes wollten wir noch machen. Kann ich hier eigentlich jetzt rein? Nee, ne? Das war nur so für die Mission. Okay, okay, okay. Ich guck mal auf die Karte. Wir müssen ins Kuhn-Versteck. Alles klar. Ich guck nochmal hier. Mission im Infobereich ansehen. Moment mal gerade. Geht zum Kuhn-Versteck. Ja. Ich glaube, das mache ich. Ich glaube, das mache ich. Okay. Schnellreise, please. Need to get somewhere fit quickly. Ja, Mann. So, da wären wir. Peng.
Freedom Pals. Könnte ich auf dem Foto noch dämlicher aussehen? Was für ein Foto? Das möchte ich mir gerade mal angucken. Coonstagram. Token Black. Liste der gefolgten Nutzer. Wow, das ist echt much, Alter. Das ist echt much. Ich weiß nicht, wie viel da noch so kommen mag. Was ist mit City Ninja? Ach so, das ist das, was wir gerade... Okay. Ach so, Big GL gibt uns hier Hinweise. So, also wir müssen wirklich... BKR? Okay, wir müssen wirklich zwischen Schule und Bushaltestelle suchen. Aber das nicht mehr in dieser Folge. Wir gehen jetzt erstmal schön. Keine Mädchen erlaubt. No. Keine... Girls. Erlaubt. Allowed. Schön in den Keller rein. Okay, here's Party Pants now. Come join us. Alles klar, es geht. Coon friends, these are dark times. We now know for a fact that Scrambles the Missing Cat is part of a larger conspiracy. We also know that the fucking Freedom Pals have more information about this conspiracy than we do. Fact. Maybe we should just face it, guys. Maybe Freedom Pals have a better super franchise than we do. Hey, that's no way to talk, Mosquito. The only reason that Freedom Pals are ahead of us right now is because they're butt-fucking cheaters who sold out. Yeah, but Freedom Pals have Dr. Timothy, and he can read people's minds and bend reality. Yeah, because he just said that. When we made up our superpowers, he was like, well, I have every power to do fucking everything. You think that's fair? It's time for us to be as dirty as them. We have to know what the Freedom Pals know. How are we ever going to get the help of the Freedom Pals? Jetzt kommt's. We send a spy. Someone in our group who pretends to want to switch sides and join Freedom Pals. Somebody who they don't know very well. Ich weiß auch schon wer. Oh, soll ich mal meine Facecam so ein bisschen runtermachen? Hope the new kid is good at bullshitting. You'll never get past the security grids. They change it every day. I can get the new kid inside. I've got hacking abilities, remember? Because I'm a gadgeteer class with the tinkering ability. No dice, Chaos. You're just saying that to get out of jail. You better let him go. The new kid will need him. All right, fine. Okay. Get the new kid inside Freedom Pals base. Okay. And if he tries anything funny, kill him. Alles klar. Das heißt, triff Professor Chaos in Butters Hause. Okay. Wollen wir mal gucken, ob wir das hinkriegen, was? Butters Haus ist hier ja direkt nebenan. Mal gucken, wie das so abläuft. War hier oben nicht noch irgendwas? Let me just... What? Okay, Katze macht nichts. Warum auch? So. Ja, Butters Haus. Das hier. Alright, you ready to go to see Freedom Pals with me? Okay, come on, I gotta get my minions first. Okay, Freunde, ich würde sagen, das gucken wir uns alles erstmal in der nächsten Folge an. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Bewertet gerne den Part und seid live mit dabei, wie wir in der nächsten Folge mit Professor Chaos infiltrieren, und zwar die Freedom Pals. Bis morgen, Tschüssikowski.